Liebe Freunde, hier ist euer Steinwald. Willkommen zurück hier auf dem Mars. No active research. Research complete. Ja, danke. Wir haben eine Forschung geschafft. Sehr schön. Drohnenschwarm ist jetzt fertiggestellt. Das heißt, jetzt lohnt es sich, diesen Drohnenhub zu bauen. Eine wichtige Sache muss ich nachtragen. Ich habe nämlich das letzte Mal eine Geschichte falsch verstanden. Nämlich diesen Durchbruch, den wir durch die Anomalie bekommen haben, der ist noch gar nicht entwickelt worden oder erforscht worden. Das heißt nur, dass wir den jetzt erforschen können. Das ist also eine besonders gute, starke Technologie, die uns jetzt zur Verfügung steht. Und ich bin durchaus ein bisschen am Überlegen, ob wir das jetzt auch nehmen, weil Stromerzeugung, ja, verdoppelte Stromerzeugung durch Windräder, das ist schon ganz schön stark. Ich würde mal sagen, wir machen das. Was gibt es hier Neues? Ferngesteuerte Transporter bauen schneller ab und haben höheres Ladevolumen. Gut, die haben wir noch nicht dabei, deswegen lohnt sich das meines Erachtens noch nicht. Wir werden mal den Durchbruch jetzt erforschen. Gut, so weit, so gut. Als nächstes würde ich gerne mit euch mal die wichtigsten Gebäude jetzt durchgehen, die wir jetzt hier eigentlich bauen können. Dann bekommt man mal langsam so einen Eindruck davon, was jetzt hier möglich ist. Also als erstes hier haben wir diesen Drohnen-Hub hier. Und ich würde fast mal sagen, der steuert die Drohnen, dass wir den auch gleich mal in Auftrag geben. Weil da bekommen wir ja jetzt durch unsere Forschung noch zwei neue Drohnen. Das kann nur gut sein. Jetzt müssen wir mal langsam überlegen, kleine Planung machen, in welche Richtung wir nachher auch die erste Kuppel bauen. Also, ihr seht hier diesen Umkreis. In diesem Umkreis bewegen sich die Drohnen. In dem Umkreis können die sozusagen was tun. Ja, machen wir mal hier so eine zentrale Positionierung. Okay, und schließen das dann noch per Kabel hier an. Stromkabel ziehen wir von hier. Hier rüber. Halt, verdammt, die Rakete blockiert das. Na, das habe ich ja jetzt toll gemacht. Egal. Ist jetzt nicht der schickste Weg, den wir da gewählt haben. Gut. So. Ja, ein nicht funktionierendes Gebäude. Also, das ist hier die Zentrale, von wo aus die Drohnen agieren. Man kann diesen Betriebsbereich, kann man jetzt auch selbst noch einschränken, wenn man das also optimieren will. Da kann man später so verschiedene Drohnen-Hubs haben für verschiedene Funktionen und dementsprechend den Drohnen auch unterschiedliche, ja, Gebiete dann zuweisen. Und hier, das ist eine Aufladestation. Ihr seht es hier, hier fahren die Drohnen hin, wenn ihr Akku alle ist. Denn die haben hier eine gewisse Akkulaufzeit. Hier sieht man es, die Batterie. Und wenn die runter ist, dann müssen sie aufgeladen werden. So, und dieses Drohnen-Hub, der bringt, glaube ich, genau, der bringt eigene Drohnen mit. Genau wie die Rakete. Die hat auch ihre Drohnen. Ich bin mir gar nicht so sicher, was passiert mit den Drohnen, wenn die Rakete losfliegt. Ich glaube, die orientieren sich dann auch zu diesem Drohnen-Hub hin. Alles klar. So, hier fehlt allerdings noch der Strom. Da werden die jetzt hoffentlich gleich bauen. Ich wollte mit euch aber jetzt mal die Gebäude durchgehen. Wir fangen mal hier vorne an. Das ist die Aufladestation. Die kann man auch extra bauen. Wenn man also jetzt, ja, wenn man hat eine Gegend, wo die Drohnen sehr viel kompakt arbeiten, dann kann man das dorthin bauen, damit sie nicht immer diesen langen Weg zum Hub, zum Aufladen fahren müssen. Der Sensorturm, der ist auch wichtig. Der erhöht die Scan-Geschwindigkeit, besonders bei nahen Sektoren. Und den werden wir auch unbedingt bauen. Ich will ihn ein bisschen von abbauen, weil der piepst manchmal ein bisschen nervig. Ich denke, den bauen wir mal hier oben hin. Da müssen wir bloß noch ein Kabel da auch hinziehen. Der kostet natürlich auch Strom, aber das brauchen wir halt jetzt alles. So. Ziehen wir einfach mal hier den Strom vorbei, das Kabel. Und bringen es dorthin. Ja, ich weiß gar nicht, warum die Drohnen hier nicht arbeiten. Was ist denn mit denen los? Haben die hier keine Aufgabe? Keine Befehle? Ach so, ja natürlich, weil das Hub noch nicht angeschlossen ist. Wird Zeit, dass das passiert. Aber die Kleinen sind ja schon unterwegs. Schaut mal. So bauen die. Entzückend. Also das wird gleich angeschlossen werden. Dann ist alles gut. Unsere zwei Batterien sind auch schon fast voll. Also ich denke, das läuft. So, das nächste Gebäude, was wir uns angucken, ist... Wir waren hier vorne. Tunnel.
mit denen kann man verschiedene, ja, weiter entlegene Netze miteinander verbinden, wenn die unterschiedliche Höhen haben. Es gibt auf der Karte auch Höhenstufen. Ihr seht das hier zum Beispiel. Wenn man da runter will, dann muss man, glaube ich, auf diese Tunnel zugreifen. Das hatte ich bisher noch nicht benötigt, aber das ist die Möglichkeit. Ausschlachten, da kann man also Gebäude einfach abreißen, bekommt man die Hälfte der Ressourcen. So, beim Strom, die Solarkollektoren haben wir schon kennengelernt, die Windräder auch. Der Stirling-Generator, den muss man sich mitbringen als Fertigbauteil. Der hat den Vorteil, dass er eigentlich immer ein bisschen Energie bringt. Allerdings kann man noch entscheiden, ob man ihn öffnet oder schließt. Je nachdem ist er anfälliger für Staub und muss dann öfter gewartet werden. Den Akkumulator haben wir schon kennengelernt, Kabel und Schalter auch. Hatte ich zum Schalter schon was gesagt? Hier kann man also manuell, gewissermaßen könnte man jetzt hier irgendwie einen Schalter setzen. Und da kann man manuell bestimmte Versorgungsnetze unterbrechen. Das kann für bestimmte Gebäude sinnvoll sein. So, wir haben die Produktionsgebäude, die sind auch nochmal wichtig, sich anzuschauen. Den Betonextraktor kennen wir schon. Der Metallextraktor, mit dem kann man hier diese Metalle abbauen. Und hier ist aber der entscheidende Unterschied. Hier braucht man jetzt Kolonisten, hier braucht man Menschen. Ihr seht es, 12 Arbeiter sind benötigt. Die haben wir natürlich erst, wenn wir einen Dom haben. Insofern geht das jetzt noch nicht. Das gleiche gilt für den Edelmetallextraktor. Auch da brauchen wir Leute. Und dann gibt es Fabriken. Meines Wissens braucht man auch für die Menschen, wo man Polymere, Elektronikteile und Maschinenteile herstellen kann. Ansonsten muss man sich die immer von der Erde schicken lassen. So. Und Treibstoffraffinerie. Das ist ganz wichtig, weil mit dieser Raffinerie muss man den Treibstoff herstellen, der zum Rückflug der Rakete nötig ist. Im Verlauf des Spiels wird man halt immer zu Raketenstarts haben. Also man braucht immer zu neues Zeug, holt sich Kolonisten, holt sich Material. Und deshalb muss man die Raketen immer hin und her schicken, also auch wieder zurückschicken. Das sollten wir also auch demnächst mal bauen. Das Problem ist, dafür brauchen wir Wasser. Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Teil, nämlich zur Lebenserhaltung. Wir haben einmal hier den Moxi, der erzeugt Sauerstoff. Den werden wir auch brauchen, im Moment noch nicht. Und es gibt dazu auch einen Sauerstofftank. Es gibt den Wasserextraktor. Der ist nötig, wenn man wirklich eine Wasserquelle hat. Eine aktive, die haben wir nicht. Das ist schon extrem toll, weil das produziert 5 Wasser. Das ist wirklich super gut, wenn man das hat. Wir müssen auf diese Feuchtigkeitsvaporatoren zurückgreifen. Die erzeugen Wasser aus der Atmosphäre. Folgendes Problem. Die sind sehr wartungsintensiv, wenn man sich das mal anguckt. 2 Metalle, während das Ding, naja, gut, ein Maschinenteil braucht. Aber sie produzieren halt nur ein Wasser. Der verbraucht 5 Strom und produziert 5 Wasser. Der 5 Strom produziert ein Wasser. Also wahnsinnig wertvolles Wasser hier. Und insofern haben wir auch ein Problem, weil wir können zwar jetzt einen Feuchtigkeitsvaporator bauen, müssen wir auch, aber den brauchen wir schon, ich sag mal, um Treibstoff herzustellen. Das heißt, wir brauchen mehr eigentlich, um den Dom dann wirklich auch betreiben zu können. Allerdings haben wir nur ein Fertigbauteil mit. Das heißt, wir müssen demnächst mal eine neue Rakete starten, die dann mit einem neuen Vaporator daherkommt. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Strom wir eigentlich im Moment produzieren und verbrauchen. Hier haben wir das, warte. 22 produzieren wir, 10 verbrauchen wir im Moment. Das ist jetzt angeschlossen. Ihr seht es, arbeitet. Verbraucht auch 2. Man kann sich das übrigens noch im Detail dann anschauen, glaube ich. Ja, jetzt ein bisschen ausführlicher. Okay. Ich denke mal, das nächste wird tatsächlich sein, dass wir den Vaporator bauen und einen Wasserturm. Und jetzt muss ich mal überlegen. Ich denke, wir sollten den Dom in der Nähe von den Metallen bauen, damit die dort arbeiten können. Vielleicht ist hier ein guter Platz für den Dom. Das heißt, wir sollten auch nicht allzu weit entfernt den ersten Vaporator aufstellen. Bauen wir ihn mal hier hin. In diesem Umkreis, glaube ich zumindest vermutlich, sollte man keinen weiteren Vaporator bauen. Hier steht ja, die Produktion wird in der Nähe von anderen Vaporatoren verringert. Also dadurch, dass das aus der Atmosphäre nimmt, ist es logisch, dass es da eine gewisse Konkurrenzsituation dann geben kann. Okay, Leute, dann lasst uns hier mal Stromkabel anschließen. Und eigentlich müssten wir darüber nachdenken, gleich mal eine weitere Rakete zu schicken mit neuen
Evaporatoren. Das scheint mir im Moment die größte Engstelle zu sein. Und das ist jetzt das Konzept. Je nachdem, wie viel verfügbare Raketen man hat, ist man flexibler und kann laufend jetzt loslegen. Man kann aber auch Raketen kaufen. Wir werden aber jetzt mal also eine neue Rakete losschicken. Ich nehme hier jetzt noch am besten zwei Evaporatoren mit, ehrlich gesagt. Kostet Geld und Frachtkapazität vor allem. Brauchen wir noch irgendwas? Den brauchen wir nicht, wenn wir... Also Strom ist kein Problem, gerade durch unsere besondere Sache. Die Fabriken sind im Moment auch kein Thema. Ein neues Drohnen-Hub brauchen wir auch nicht. Aber was sehr cool sein wird, ist der ferngesteuerte Transporter. Den würde ich gerne dabei haben. Sehr gut. Mit dem können wir nämlich Metalle über größere Entfernungen abbauen. Und dann gönnen wir uns nochmal vielleicht zwei Orbitalsonden und... Was nehmen wir noch mit hoch? Noch weitere Drohnen? Da haben wir, glaube ich, im Moment genug. Dann holen wir uns noch elektronische Geräte. Polymere, die Sache, die wir noch nicht herstellen können. Und vielleicht auch noch ein bisschen Metalle. So, jetzt Frachtkapazität 6000 Kilo haben wir noch. Dann werden wir die ausnutzen, das ist klar. Ich will hier nicht mit Leerfracht da losfliegen. So, dann kann sie starten. Und jetzt seht ihr, jetzt tickt hier so ein bisschen so eine Zeit hoch. Flugfortschritt. Das dauert eine Zeit, logischerweise, ehe die hier ist. So, währenddessen schauen wir mal. Sektor scanned. Der nächste Sektor ist gescannt. Das gucken wir uns direkt mal an. Hier ist... ich weiß nicht, ich glaube... Nee, da ist nichts Neues dabei. Jetzt macht er hier weiter. So, das Gebäude funktioniert noch nicht, ist klar. Was wir aber bauen können, das brauchen wir auch, ist ein Wasserturm, wo das entsprechend angeschlossen wird. Da müssen wir dann nämlich auch eine Wasserleitung dahinlegen. So, und jetzt wird es schon interessant. Dürfen wir uns jetzt hier auch nicht zubauen. Machen wir den mal hier unten eher hin. So. Und entsprechend ein Rohr, was wir verlegen. Achso, da muss ich das, glaube ich, anschließen. Nein, dann ist das jetzt nicht so optimal geplant. Egal. So wird das aussehen. Okay, das werden unsere kleinen Drohnen jetzt gleich hoffentlich fertig bauen. Und dann wird das Wasser, was jetzt hier erzeugt wird, dann auch gleich gespeichert. Im Moment brauchen wir es natürlich nicht, ist klar. Was wir dann auch nämlich aber durchaus schon planen können, ist nämlich als nächstes die Treibstoffraffinerie. Jetzt muss ich kurz mal gucken, ob unsere Energieproduktion reicht. Das Ding ist angeschlossen. Ja, schaut mal, jetzt sind die Rohre auch gebaut. Und jetzt beginnt also jetzt hier der Wassertank sich langsam aber sicher zu füllen. Also auch hier so eine kleine Notreserve. Aber wenn wir jetzt die Treibstoffraffinerie bauen, dann wird das gesamte Wasser dafür genutzt werden. Und das Ding braucht natürlich jetzt auch dieses Wasser, deswegen baue ich es nicht ganz so weit entfernt. Bauen wir das mal hier hin. Strom ist ja kein Problem. Zumindest von der Zuleitung. Schließen wir das mal direkt hier an. Okay, das dürfte angeschlossen sein, oder? Und jetzt müssen wir noch ein Rohr verlegen. Verbinden wir das auf diese Art und Weise. Sektor scanned. Okay, der nächste Sektor ist gescannt. Auch da ist nichts gefunden worden. So. Okay, und wenn wir halt hier jetzt ausreichend Treibstoff haben, dann wird hier voll getankt oder es wird nach und nach gemacht. Das machen die Drohnen auch. Wenn wir die 60 voll haben, dann können wir das Ding wieder zurückschicken. Und das Einzige, was wir mitschicken könnten, wenn wir es hätten, wären diese Edelmetalle. Da würde unser Budget sich erhöhen mit. Aber das ist noch wirklich in weite Ferne, weil das ist auch nicht unser Thema hier mit dieser Mission. Also mal gucken. Also wenn es nötig ist, machen wir das natürlich, aber
Im Moment scheint mir das noch nicht sinnvoll zu sein. Lange noch nicht, weil man natürlich auch die Arbeitskräfte braucht und dementsprechend weitere Domes und so weiter. Ja, so ist es. So, wir schauen mal hier, wie viel Beton ist eigentlich hier so vorrätig. Sehen wir... Achso, warte mal, hier sieht man irgendwo genau, wenn man... Hier sieht man einen Gesamtüberblick über die Kolonie. Wir haben schon 52 Beton. Das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. Die neue Rakete ist auch bald hier bei uns. Scirocco 1. Achso, die zweite Rakete heißt Scirocco. Okay, die haben natürlich einen gesonderten Namen und entsprechend die Zählung. Und die ersten Treibstoffvorräte werden auch... sind auch da und dafür legen wir jetzt auch nochmal ein extra Lager an, ein Treibstofflager, hier relativ in der Nähe. Dann kann das, muss das nicht so weit transportiert werden. So, jetzt ist der Moment gekommen, Scirocco 1 kann landen und ich würde mal sagen, wir landen hier relativ in der Nähe. Das Problem ist übrigens bei, oder was heißt Problem, das muss man beachten, bei jeder Landung wird enorm Staub aufgewirbelt, was die Gebäude in der Umgebung sehr belastet. Also deren Reparaturbedarf erhöht sich dementsprechend. So, und das ist jetzt cool, dass wir das Ding haben. Das ist dieser ferngesteuerte Transporter. Und mit dem können wir jetzt gucken, haben wir hier jetzt weiter entfernte Vorkommnisse von Metall. Ja, hier ist das? Nee, ist kein Metall, verdammt. Das war insofern Mist. Er wollte mir jetzt erzählen, ich habe kein Metall mehr hier irgendwie. Bleib mal doch hier. Das war Quatsch, was ich gemacht habe. Ach so, diese kleinen Dinge. Das ist Metall. Hier auch. Gut, das heißt, das Ding kann das jetzt selbstständig abbauen und dann irgendwo einlagern. Beziehungsweise man kann ihm das auch irgendwie noch mitteilen. Man kann das automatisieren, Transportrouten erstellen und so weiter. Das ist alles möglich. So, am Tag haben wir einen kleinen Stromüberschuss, in der Nacht zu wenig Strom, das ist aber noch nicht schlimm. Wir haben ja hier unsere Akkumulatoren da. Und was wichtig ist, das wird jetzt erstmal ausgeladen und vor allem können wir jetzt den nächsten Vaporator bauen. Und das mache ich auch, wir müssen bloß mal gucken, wie weit entfernt sollte der sein. Wo haben wir ihn? Hier. Zwei weitere hatten wir ja mit dabei und das werden wir jetzt im schönen Abstand dazu jetzt hinstellen, halt, wie wollte ich es machen? So, damit ich das an den Wassertank dort anschließen kann. Und ich glaube, ich werde dann auch noch den dritten setzen, wenn wir gerade dabei sind. Aber dann brauchen wir, glaube ich, ja auch wieder mehr Strom. Beziehungsweise, ich hoffe ja, dass hier die Forschung mal bald soweit ist, aber es dauert noch seine Zeit. Könnte dann ein bisschen knapp werden mit dem Strom. So, und den könnten wir dann hier reinsetzen. Na, bin ich hundertprozentig zufrieden damit, aber okay, machen wir das mal so. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal noch Strom dahin bringen als nächstes. So, wo sind die nächsten Kabel? Da führen wir das da mal hinterrum, hinten lang. Blockierende Objekte. Okay. So, und jetzt der Anschluss hier ans Wassersystem. Wobei ich beim Überlegen bin, ob wir nicht auch noch weitere Tanks gebrauchen können. Sektor scanned. Anomaly found. Oh, sehr schön. Jetzt ist was Interessantes passiert. Erstens haben wir einen guten Sektor gefunden und eine besondere Anomalie. Scans haben faszinierende Messwerte ergeben, die uns vielleicht bei der Entdeckung neuer Technologie helfen können. Okay, wir können unseren Erkundungsrover jetzt dorthin schicken. Wo habe ich den eigentlich zwischengeparkt? Ferngesteuerte Erkunder. Da haben wir ihn. Hier muss man übrigens auch ein bisschen auf die Batterie achten. Da hätte ich ihn auf so ein Stromkabel positionieren sollen. Das wäre besser gewesen. So, und den, der lädt Ressourcen. Und hier seht ihr, die Kapazität ist voll. Das heißt, da müssen wir abladen. Insofern wäre es da besser. Warte mal, jetzt wollen wir ein bisschen langsam machen. Jetzt gibt es hier viel zu tun. Vielleicht sollte ich mich nicht so ablenken lassen. Ich sollte mal erstmal das hier beenden. Also alles nacheinander. Machen wir jetzt hier erstmal die Rohre.
Okay. Und die verbinden wir damit. Okay. So, dann haben wir 3 Vaporatoren. Das sollte absolut ausreichen, dann sowohl für Benzin, für Treibstoff, als auch für den Dome. Jetzt brauchen wir natürlich Strom, vermutlich als nächstes. Wie ist es nachts? Ja, produzieren 12,7, verbrauchen 30. Das heißt, der gespeicherte Strom wird schnell zu Ende gehen. Jetzt kümmere ich mich aber mal um das Thema hier. Also, der hat jetzt Metall dabei und ich will das Metall, glaube ich, gesondert lagern. Machen wir es mal in der Nähe auch dieser Metallvorkommen. Bauen wir ein Lager hier hin. So, und jetzt kann man ihm Folgendes sagen. Er soll eine Route, Transportroute erstellen. So, Quelle festlegen. Das heißt, er soll das hier abbauen und das hier entladen. So, und jetzt müsste er sich eigentlich in Gang setzen. Ja, jetzt ist er voll, deswegen entlädt er es gleich. Dann wird er zurückfahren und das auch entladen. Ich weiß nicht, ob er dann direkt zum nächsten fährt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, liebe Leute, also, wir sind ein gutes Stück weiter vorangekommen. Das nächste Mal müssen wir uns dringend mal um die Stromversorgung kümmern. Wobei ich noch ein bisschen geizig bin. Ich wünschte mir, also wenn wir den Durchbruch haben, dann hat sich das Thema schon wieder erledigt. Wie sieht es eigentlich aus? Nee, also selbst am Tag erreichen wir nicht den Gesamtbedarf. Wir hätten 10 mehr mit dem Durchbruch. Aber ich denke, ich werde noch ein Windrad bauen müssen. Ja, um dies und weiteres kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann, macht's gut, euer Steinball.